Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Heute dem Tier 8 Schiff Key. Hier in dem Fall vom Tef Intrepid eingesandt. Vielen lieben Dank, Tef, dafür. Top Tier, natürlich richtig nice. Also da macht es direkt Spaß, die dicken Kanonen auszurichten. Und wir geben einmal ein bisschen Gas und schauen mal, wohin uns diese Runde führen kann. Die ersten Gegner gehen auf. Und hier jetzt mit HE schon auf die Leningrad. 3087 Schaden. Aber da hinten wird es gleich dann viel spannender. Also erstmal ist er hier mit AP jetzt unterwegs, nicht HE, Entschuldigung. Torpedos voraus. Aber macht auch nicht wirklich viel besser. Torpedos voraus. Denn der Schaden war jetzt eher, naja, nennen wir es mal semi-optimal. Die Tops, die gingen hier zwar in die richtige Richtung, aber zu früh ausgelaufen, von dem her für ihn keinerlei Gefahr. Ja, die schauen vielleicht gar nicht schlecht aus. Ja, und die haben halt schon mal 10.000 Damage wenigstens gemacht. Also mit 10.000, da ist das schon mal eine andere Hausnummer. Er darf jetzt auch nicht übertreiben, jetzt direkt auf den Gegner vorne drauf zu fahren, klar. Weil man darf es nicht unterschätzen. Also er hat zwar doch einen Zerstörer vor sich mit der Mars, aber ansonsten ist da auch nicht mehr erstmal so viel hier drüben. Und der Gegner hat doch auch das eine oder andere Schiff schon hier rüber geschickt. Und ja, dann kann es dann doch mal ganz schnell passieren, dass man da ein bisschen zu viel Damage bekommt. Jetzt die Salbe mit 2000 auch nicht wirklich krass. Aber ich verspreche euch, da geht noch was. Die hinteren Türme, die sind schon parat. Die vorderen, die brauchen noch ein bisschen, bis die auf die Nagato draufkommen. Mal schauen, wie die jetzt kommt. Oh ja, da waren jetzt mit knapp 17.000 Schaden, hatte hier sein Damage dann schon fast verdoppeln können. Also das ist dann schon mal noch eine ganz andere Hausnummer. Auch hier jetzt Z23, ein guter Treffer. Hilft da der Kagero da ein bisschen damit? Oh ja, schöne zwei Zitadellen.
das war jetzt mal satt. Da hat die Nagato jetzt nichts machen können und die Mars hat dann hier das Ganze gefinisht. Kutuzov, ja, die kommt hier schon ordentlich nahe, nicht mal 9 Kilometer jetzt gleich mehr. Aber Wasser, wie man so schön bei Schiffe versenken sagt. Torpedos auf Backbord. New Mexico auch gut seitlich, aber ich glaube, die war ein bisschen zu weit rechts noch platziert. Wobei Zitadelle und auch da nochmal Sattschaden. Also auch nochmal 17.000. Ich habe nichts gesagt. Und werde das Gegenteil behaupten. Schön, schön gezielt. Oh, und hier die Kutuzov. Jetzt muss er aber leiden. Ja, jetzt hat sie da kaum mehr Hilfe bei sich. Aber wir dürfen noch nicht unterschätzen, dass der Gegner erst 4 Schiffe verloren hat und sein Team schon 6. Also das ist schon eine ordentliche... Oh, seitlich jetzt hier einen dicken Treffer jetzt kassiert. Kutuzov ist zwar hin, aber er muss echt aufpassen. Die New Mexico jetzt seitlich zu ihm. Jetzt gibt es hier die Heilung. Klar, sich ein paar Hitpoints wiederholen. Jetzt wird er eben sozusagen von 2 Seiten beschossen. Deswegen muss eine Seite schnell fallen. New Mexico nochmal ein schöner 14.000 Hit und die Türme drehen vorne. Ja, er lenkt jetzt hier ein. Vielleicht, ja, schwierig zu sagen, vielleicht hat er erstmal versuchen sollen, noch die New Mexico rauszunehmen. Aber auf jeden Fall ist das nicht mehr seine Baustelle, denn die Arizona hat es jetzt hier gerade eben erledigt. Oh, die Atlanta, die ist ja schon scheintot. Da braucht nur noch eine irgendwie... Ah ja, genau. Also Atlanta hat sich da ganz schnell erledigt. Ja, die Salve war okay, aber ja, da muss jetzt noch mehr passieren. Wobei, sie haben sich ein bisschen zurückgespielt. Sein Team mittlerweile mit 5 Schiffen gut dastehen. Das Gegnerteam hat nur noch 4. Auch ticketsmäßig liegen sie jetzt in Führung. Sehr gut. Jetzt kommt er gleich seitlich hier rum, hat da aber einige Brocken noch gegen sich. Die Colorado ja, aber hier mit 2 Bismarck, da hat er natürlich noch richtig was vor sich.
Probiert es jetzt hier mit AP, wobei das jetzt vielleicht frontal nicht unbedingt die allerbeste Granatenwahl war. Vielleicht sollte da, oder hätte er da jetzt mit HE mehr anrichten können. Wobei aber 5000 Schaden war jetzt schon durchaus akzeptabel. Aber ich sag euch hier in der Runde, da kommt noch einiges an Damage. Auch wenn ihr jetzt sagt, es sind ja noch drei Schiffe am Start. Ja, es sind in der Tat noch drei Schiffe am Start. Aber der holt da noch einiges raus. Also bleibt noch am Ball. Wir gehen jetzt sozusagen ins Finish. Und da packt er noch mal einiges raus. So wie hier die ersten 15.000 Großkaliber-Unterstützer und zack, jetzt brennt er. Aber den Brand, den lässt er jetzt einfach mal so gewähren. 5000 Schaden und jetzt dreht er die Colorado rein. Jetzt heilt er da den Brand auch gegen. Und jetzt kommt die Colorado, so wie er sie braucht, seitlich. Genau das wollte er haben und hallo, 25.000 Schaden. Also jetzt dreht er nochmal richtig auf und er hat ja auch Torpedos, die darf man nicht vergessen, die unterschlägt man doch ganz gerne mal bei dem Schiff. So, jetzt muss man aufpassen hier, die Colorado, nicht, dass die einen rammt. Und Torpedos sind unterwegs und da heißt dann Tschüss, Colorado, drei Torpedotreffer und jetzt hier noch die gegnerische Bismarck, die ist im Rückwärtsgang unterwegs. Und damit sprengt er plötzlich auch schon die 200k Damage-Grenze. Aber die Bismarck, die hat noch ein bisschen was. Und davon will er noch einiges abhaben. Und auch er darf natürlich hier jetzt gleich wieder sich auf die Torpedos freuen. Denn auch da hat er noch ein bisschen was am Start. Jetzt hat er zwar zwei Brände, aber scheißegal. Auch hier nochmal ein satter Treffer. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Die Runde ist so gut wie beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ikaramba.